Und da sind wir schon im nächsten Match. Und wer kommt jetzt zum Ring? Alexa Bliss. Jeder hat es gesehen. Die Goddess. Der Frau, der ich auf Instagram folge. Aber sie folgt mir nicht zurück. Gut, auch. War irgendwie klar. Da klackert hier alles im Hintergrund. Ja, und ihre Gegnerin am heutigen Abend. The Boss, it's Boss Time, wie Michael Cole immer sagt. Sasha Banks, die Cousine von Snoop Dogg, ich meine Snoop Dogg. Ja, lassen wir sie mal zum Ring kommen. Die Frau mit dem pinklichen Haaren, die direkt ein Cover, ja, alles klar. Ein Konter zeigt. Ja, so gut, ein Cover zeigt sie auch. Hat sie mir noch halbwegs den Arsch gerettet. Okay, da habe ich jetzt gepennt. Ah, das gibt's doch nicht. Ha, jetzt habe ich es aber. Nella Badge, Nella Badge, ne, 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 ne. Was ich auch nicht verstehe, Ember Moon hat in der ersten Woche gewonnen. Ich meine sogar gegen Alexa Bliss. Und jetzt Alexa Bliss einfach mal gegen Sasha Banks. Das heißt, wenn Sasha Banks dieses Match verliert, ist das ein gutes Ausrufezeichen. Gut, wer ist denn hier momentan eigentlich Women Championess? Wer war das nochmal? Wer war das denn jetzt nochmal bei Raw? Ich bin doof, ich weiß es nicht. Und ganz Dolph Ziggler-Style erstmal schön einen Neckbreaker. Ach ja, Shawn Michaels. Oh, wie kann ich das vergessen? Den sehen wir übrigens heute Abend auch noch. Wunderschöner Snaps und Plex. So, ein bisschen Foot Choking. Und ja, Konter von Sasha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war die KI gerade sehr intelligent, obwohl ich krieg sowas auch hin. Sogar ganz rigoros kriege ich sowas hin. So, jetzt wird sie weiter in die Mitte gezogen. Und Knie und rückwärts Salti nochmal. Naja, Salti. Und was sehen wir jetzt? Oh, ich dachte, jetzt nimmst du sie zum Chokeslam hoch. So, klein Alexa Bliss macht einfach mal einen Chokeslam. Einmal über den Rücken gekratzt mit Fingernägeln. Das tut natürlich richtig gut. Und mit dem Fuß, mit dem Käsefuß ins Gesicht. Oh, jetzt nochmal ein normales Choking. Okay, lassen wir mal so 5 gerade sein. Oh, Sascha stößt sie da weg. Die gute Sascha. Nicht Sascha, sondern Sascha. Wir wollen es ja, wenn schon, korrekt aussprechen. Und abgetaucht. Schöner Dropkick. Weiß gar nicht, hat die Frau eigentlich einen Champions-Einzug? Und Sascha mit dem Konter. Also gut, hör auf mich einzuschlagen wie eine Irre. Hallo? Ich schnauze voll hier. Glaube, es geht los. Und Neckbreaker. Und nochmal ein bisschen das Genick überdehnen. Doch auch was Feines.
So, erstmal wieder schön in die Mitte ziehen. Jetzt gibt es erstmal wieder heiße Rippchen. Mit den Knien rein. Und, oh, mit den Ringseilen noch dabei. Und es bringt die Entscheidung. Mit den Füßen auf den Ringseil. Alexa ist aber nicht so fair. Du. Muss ich schimpfen. Hoffentlich sieht mein Signature nochmal. Der ist nämlich cool. Ach, das Cover interessiert doch niemanden. Ja, jetzt sehen wir ihn. Den Signature mit Rippen. Und eins. Und zwei. Immer schön mit den Rippen. Ja, hier nochmal der Konter von Sascha. Also jetzt konnte sie die Schmach ein bisschen wettmachen. Ja, zeigen Sie das Cover. Na. Ja, da. Bein eingehakt und nochmal mit mehr Hebelwirkung, was die Entscheidung brachte. No, sie möchte, dass der Ref ihren Arm hebt. Oh! Was macht denn jetzt Mickey James hier? Ist aber nicht so angenehm. Ey, nimmst du wohl deine Hand von ihrem Hintern? Okay, das ging voll in die Box. Und zack. Und ich glaube, sie will einen Finisher anbringen. Oh, schöner DDT. Ja, Mickey James abgewehrt erfolgreich. Ja, kommen wir doch glatt flugsgeschwind zum Next Match. Und wir kommen zum Main Event of the Evening. Die Halle ist in grün getaucht, denn wir haben einen, der letzte Woche nicht dabei war. Gut, liegt doch da nicht, ich habe gerade freigekauft. Ja, was ist gerade? Und da haben wir die beiden. Jetzt tritt aber nur eine an, aber in Kombination die D-Generation X ist wieder da. Triple H und der World Heavyweight Champion Shawn Michaels. Also in diesem Match wird Triple H antreten. Jetzt nicht mehr in seinen langen Hosen. Er hat sich inzwischen Schlüpper angezogen. Oh, die Fans sind nicht gerade erpicht auf seinen Gegner. Sie buhen. Verstehe ich nicht. Es ist John Cena. Wieso buht man den aus? Es ist John Cena. Mit seinem Tüchlein. Gib niemals auf. Naja, Tüchlein mit Waschlappen. Die Leute buhen trotzdem. Ja, einer von Donald Trumps Jungs. Wie er sie ja nennt, die Patrioten. Und John Cena ab in den Ring. Gut, das können wir uns schenken. Ich bin nicht der größte John Cena-Fan, weil der auf Krampf, so wie mit Roman Reigns, er muss gemocht werden. Und gleich nochmal Body Slam hier von The Game. Und die Fans schreien hier rum: Triple H, Triple H. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die mögen John Cena hier nicht. Ist nur so ein Gefühl. Muss ja nicht stimmen. Aber Triple H wirkt in den kurzen Hosen irgendwie verbissener. Und auch eine ganze Ecke härter, wenn ich das mal so sagen darf. Hat hier jetzt schon einige harte Aktionen ausgepackt. Sidewalk Slam, also John Cena wird hier gerade vorgeführt. Hat noch keine einzige Aktion gezeigt, wenn man es so rumsieht.
Und mit dem Knie einfach mal in den Rücken springen. Und gegen den Rücken. In den Rücken wäre ein bisschen zu gewalttätig. Aber Triple H ist ja auch ein Meister seines Faches. Oh, John Cena lebt! Aber nicht sehr lange. War nur ein kurzes Aufbäumen. Ah, wieder auf den Nacken. Jetzt John Cena erstmal draußen. Also auf dem Apron wird jetzt wieder zurückbefördert mit einem wunderschönen Vertical Suplex. Oder verneigt er sich wie ein Gentleman? Und, oh, das war wohl ein Ansatz zum DDT. Und jetzt John Cena. Jetzt legt er los. Unser Doctor of Thugonomics, wie er sich ja mal eine Zeit lang genannt hat. Naja, kann er ja ein bisschen rumdoktoren. Oh, jetzt probiert das sogar mal mit einem Cover. Uiuiuiuiuiui. Und Triple H mit einem Konter. Und einem Spinebuster. Und jetzt kommt der Ansatz zum Pedigree. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es das auch gewesen ist. Das war's. Kurzer Prozess. Also das... Er hat ihn ja praktisch vorgeführt. Ja, mach doch mal das Zeichen, das Sacke-Zeichen. Ja, Shawn Michaels steht draußen. Wir sehen einen Ref von innen, auch sehr nett. Hey, Ref, geh doch mal aus dem Weg, man sieht nichts. Ja, die DX ist wieder da. Weiß man nicht, warum jetzt keine Wiederholung kam. Wahrscheinlich gab es einfach nichts. Obwohl er Heel ist, feiern die Leute ihn. Finde ich gut, finde ich gut. Das war's mit Raw. Jetzt geht's weiter mit Nitro. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und sage auch wieder geschaut, gesehen, gehört, etc. Bippi.